Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, wie Elon Musk sein Arbeitspensum von zwei Firmen, Tesla und SpaceX, überhaupt schaffen kann? Man hört, er arbeitet ewig, er schläft in der Couch im Büro, nimmt einen Schlafsack mit an die Taktstraße. Oder Hans-Dietrich Genscher, 18 Jahre lang war er Außenminister in Deutschland, in zwei Abschnitten. Gibt es einen kleinen Witz zu? Treffen sich zwei oder begegnen sich zwei Flüge auf dem Atlantik, in beiden sitzen Genscher. Ja, war ewig unterwegs, überall zu jeder Tages- und Nachtzeit Gespräche mit anderen Leuten. Wie schafft man das? Nun, man teilt seinen Schlaf in mehrere Teile auf. Wie das geht? Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so ein kleines Geheimnis, was einige Menschen kennen und nutzen. Und erstaunlicherweise, ich nutze es auch. Wusste ich gar nicht. Und zwar geht es um den Schlaf des Menschen. Ich habe mal ein Video über Schlaf gedreht, ein oder zwei Stück. Sind schon länger her. Mittlerweile sieht mein Schlaf ein bisschen anders aus. Ich halte aber sehr viel davon, ungestört ruhig schlafen zu können und schlafen an irgendwelchen Verkehrsadern, Kreuzungen, an Straßen, wo Autos mit Flatulenzauspuffen vorbeifahren. All das halte ich für komplett furchtbar. Ich halte auch unregelmäßigen Schlaf, wie er bei Schichtarbeit stattfindet, mal hier, mal da und so, halte ich auch für furchtbar. Also da an der Ecke liebe ich schon meinen Schlaf. Ne? So, der Volksmund sagt, der Schlaf vor Mitternacht ist der wichtigste. Das stimmt aus meiner persönlichen Sicht. Ich bin kein Arzt. Ich kann nur sagen, so wie ich das fühle und als Ingenieur sehe, das stimmt für den normalen Zyklus der Menschen, der um 8 zur Arbeit geht, 6:30 Uhr im Schnitt aufsteht. So, der sollte vor Mitternacht, deutlich vor Mitternacht zu Bett gehen, irgendwo 10, halb 11. Und das, was er dann vor Mitternacht schläft, ist mit der wichtigste Schlaf. Warum? Nun, wenn ich das richtig verstanden habe und ich habe mal so einen kleinen Withings-Tracker dabei gehabt, habe ich Ihnen auch ein Video darüber geschrieben. Habe ich mittlerweile nicht mehr, habe ich im Flugzeug verloren, Expeditionsflugzeug. Leider. Ja, beim Aussteigen muss ich es verloren haben. Und der zeichnete mir auch nachts den Schlaf auf. Das ist alles andere als konstant. Es zeigt aber so ungefähr die Bewegung, die der Mensch im Schlaf macht. Und da kann man nun Ruhepausen erkennen, wo der Mensch sich wenig bewegt. Und man kann ja Bewegungszeiten sehen. Und am Anfang sind diese Ruhezeiten sehr deutlich. Und je später es im Schlafverlauf wird, werden die Ruhezeiten immer verwaschener. Man dreht sich öfter um, man bewegt sich öfter und so weiter. Und an der Stelle ist es halt so, dass diese tiefsten Schlafphasen am Anfang vor Mitternacht passieren, so in den ersten 1,5 Stunden, und dann wird die Sache langsam unruhiger. Der Mensch schläft im Schnitt 8 Stunden pro 24 Stunden. Ist in unserer westlichen Welt ein bisschen hochgegriffen. 7 Stunden 30 ist wohl eher der Fall. Ja, was passiert im Schlaf? Nun, im Schlaf passieren viele Dinge. Ich glaube, das ist forschungsmäßig auch noch nicht zu Ende. Lassen Sie mich mal wie üblich hier meine einfachen ingenieurtechnischen Erklärungen geben, die dann postwendend von irgendjemandem als Halbwissen gefährlich, bleiben Sie bei Ihrem Whisky. Ja, also wie bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Einzelkunden in Deutschland. Ja, wie ich hier meine Kompetenz mit Tausenden von Verkostungen und so weiter aufgebaut habe, dann bleiben Sie davon weg, Sie verstehen davon nichts. Nun, ich habe als Ingenieur da eine Meinung zu, die gebe ich zum Besten. Wenn Sie nicht hören wollen, schalten Sie ab. Ja, so kleiner musste ich jetzt mal loswerden. Ich habe gerade eine unsäglich lange Diskussion hier unter den Videos auf YouTube gelesen. Ja, so. Also, was passiert im Schlaf? Auf der einen Seite haben wir eine körperliche Erholung. Da gibt es solche Dinge wie einen Reparaturstoffwechsel und, wo also der Körper dann ja Reparaturen ausführt, und dann tagsüber ist er mehr in einem Leistungsstoffwechsel drin, wo er was verrichten kann.
Und das ist nicht wie schwarz und weiß zu sehen, sondern eher grau, tagsüber mehr in der einen Richtung, nachts mehr in der anderen Richtung. Aber es passiert auch eine Menge im Gehirn. Und zwar werden wohl Gedanken geordnet, Alternativen durchprobiert und verworfen, was man manchmal für ja, merkwürdige Dinge im Traum träumt, Dinge miteinander verbindet, die nicht verbunden gehören. Und da versucht das Gehirn, Kombinationen herzustellen, die einfach unsinnig sind. Und irgendwie bemerkt es das wohl und schmeißt es dann weg. Für mich ist Schlaf oder sagen wir die Aufwachphase vom Schlaf morgens vergleichsweise wichtige Zeit, weil ich dort ja auf einmal Kombinationen finde für Dinge, die ich mir gedacht habe, die ich sonst nicht gefunden hätte und die für mich, für meine Kreativität enorm wichtig sind. Da habe ich mal über Kreativitätstechniken und The Secrets ein Buch, ein esoterisches Buch, was aber ganz meine Zustimmung findet, aber aus Faktengründen. Mal gedreht, da können Sie sehen, wie Kreativitätstechniken funktionieren, dass man nämlich sein Gehirn im Prinzip mit allem, was man finden kann, eindeckt, man könnte auch sagen, vollmüllt. Und das Gehirn wurschtelt nun, versucht alles zusammenzufinden. Und in irgendeinem Moment, wo Sie gar nicht dran glauben, findet das Gehirn irgendeine Verbindung und dann sagen Sie, das ist es, das ist meine Lösung, die verwende ich. Und dann müssen Sie irgendein Hilfsmittel zur Hand haben, wo Sie das aufschreiben, dass das funktioniert. So. Was passiert in so einem Schlaf? Der unterscheidet sich also zwischen Schlafphasen ohne Augenbewegung und Schlafphasen mit Augenbewegung. Das sind die sogenannten REM-Phasen, Englisch Rapid Eye Movement, das heißt, dort bewegen sich die Augen. Und man hat nachweisen können, Ende der 90er, dass diese Augenbewegungen tatsächlich im Traum stattfinden. Es gibt ganz wenige Menschen, die haben die Möglichkeit, bewusste Träume zu erleben. Und in diesen bewussten Träumen haben sie mit den Augen bewusst in manche Richtung geguckt. Und das wurde aufgezeichnet und da hat man mitbekommen, dass das, also das, was er bewusst getan hat, sich im Traum getan hat, sich in den Augen wiedergespiegelt hat. Und seitdem meint man, der Beweis ist erbracht, dass man also während diesen REM-Phasen dann träumt. Gleichzeitig erschlafft der Tonus, also diese Anspannung, die der Mensch immer hat, was sie gar nicht richtig merken. Und dann erschlaffen alle Muskeln und sie kommen in eine echte tolle Entspannungsphase. Und diese gehört mit zu dieser ganzen Geschichte. Da ist dann im Prinzip dieser Übergang vom Bewussten zum Unbewussten, gibt es solche Zuckungen beim Körper, können Sie auch manchmal spüren an sich selber, wenn Sie gerade noch merken, da zuckt was. Da wird nämlich dann eine sogenannte Bewegungshemmung eingeführt, dass Sie träumen können, ohne dass Ihr Körper sich bewegt. Weil die Träume werden wohl vom normalen Gehirnbereichen ausgeführt. Und woher sollen die Muskeln jetzt wissen, dass sie sich nicht bewegen sollen, weil sie das Ganze nur träumen? Da gibt es dann eine Traumhemmung und dieser Übergang von der Traumhemmung, da führt es zu Zuckungen an den Muskeln ganz normal. Ja, und irgendwelche Forschungen haben ergeben, dass also ihr prozedurales Gedächtnis da während dieser Phasen gestärkt wird. So, jetzt kommen wir mal zum Traum. Ich habe Ihnen hier das Diagramm eingeblendet. Das ist von Wikipedia alles. Ist Gemeingut darf man verwenden. Da haben wir also die 24 Stunden, wobei Achtung, das sind jetzt nicht 12 Stunden Uhr, sondern 24 Stunden Uhr. Und da sieht man also die 8 Stunden Schlaf, ein Drittel Schlaf, das jetzt hier als normal angesehen wird. Und je jünger Sie sind, umso mehr passt zu diesen 8 Stunden Schlaf dazu. Jetzt gibt es Menschen, die machen mittags ein Nickerchen. Dazu gehöre ich auch. Ich mache mittags ein Nickerchen und darin sacke ich wirklich weg. Dieses Nickerchen beträgt bei mir zwischen, ich habe jetzt mal die letzten Tage aufgepasst, als ich wusste, ich will dieses Video drehen, zwischen 17 und 28 Minuten. Das habe ich gemessen. So ungefähr. Und das ist also praktisch so, wenn ich hingehe, ich stelle mir die Stoppuhr, mache die Augen zu. Und wenn ich dann wieder aufwache und sage, jetzt stehe ich auf, drücke ich auf die Stoppuhr wieder drauf und gucke, was es war. Und in diesem Nickerchen bin ich wirklich weg. Richtig komplett weg. Fest eingeschlafen. Und
In diesen 20 Minuten hat man festgestellt, in diesen 20 Minuten Nickerchen, die man so mittags macht, findet eine REM-Phase statt. Der Mensch hat normalerweise verteilt über die Nacht, die 8 Stunden, 5 REM-Phasen. Wenn es ihnen arg zugeht, wenn sie nicht schlafen können und so, haben sie 4 oder 3. Und wenn sie einen erholsamen, langen Schlaf haben, haben sie vielleicht auch mal 6. Aber im Schnitt sind es wohl so um die 5. Sicherlich noch eine persönliche Streuung dabei. Wichtig ist, dass sie im Prinzip auf die ihnen gewohnte REM-Schlafphasenzahl kommen, um im Prinzip einen langfristigen, erholsamen Schlaf zu haben. Und wenn ich nun mittags eine REM-Phase mache, kann ich mir nachts eine sparen. Das ist jetzt wichtig. Sie teilen ihren Schlaf auf und das, was Sie in diesen 20 Minuten an einer REM-Phase haben, können Sie sich nachts bei diesen 8 Stunden sparen. Da Sie aber in 8 Stunden normalerweise 5 REM-Phasen haben, können Sie sich hier über eine Stunde Schlaf am Ende rausholen. Weil ganz morgens so diese Aufwachphasen und so, da ist ja schon lange kein REM-Schlaf mehr mit dabei. Und jetzt haben Sie im Prinzip 6 Stunden Schlafphase und 20 Minuten tagsüber als Nickerchen. Das macht zusammen 6,3 Stunden statt 8, die Sie schlafen. Das heißt, mit einem Nickerchen tagsüber haben Sie sich 1,7 Stunden am Tag dazu geschafft. 1,7 Stunden pro 16 Stunden normal, auf die 16 Normalstunden, die Sie wach sind, hinzugeschafft. Sie sind also nicht 16 Stunden wach, sondern 17,3 Stunden wach. Das ist das Wichtige an diesem Punkt. Mit diesem Nickerchen haben Sie sich Lebenszeit gewonnen. Sofern Sie den anderen Schlaf entsprechend kürzer gestalten können und Sie dann nicht ewig müde durch die Gegend laufen. Es gibt Leute, die können das nicht. Ne? So. Dieser Schlaf nennt sich nun biphasiger Schlaf. Wenn ich am Wochenende weiß, ich muss nicht 20 Minuten, nur 20 Minuten und dann muss ich wieder los, sondern ich am Wochenende jetzt in einen längeren Schlaf reinkomme und dort in eine zweite REM-Phase reinkomme. Und dann haben wir irgendwo einen Termin, wo wir hinwollen, Freunde verabredet, boah, soziale Veranstaltung, irgendwas. Und ich werde da rausgerissen. Ich bin tot. Ich bin tot. Es ist so verkehrt, so verquer. Ich werde da nicht mehr richtig heller an dem Tag. Also den kannst du dann knicken. Sollte man an dieser Stelle also nicht machen. Wenn man nun diese REM-Phasen auf 4 und 1 aufteilt, hat man also was geschafft. Man könnte nun diese REM-Phasen auch aufteilen, indem man nicht 20 Minuten zu 6 Stunden das aufteilt, sondern man könnte auch 90 Minuten zu entsprechend weniger, ich blende das, dann wird es aber schwieriger, wenn man dort dann tagsüber 2 REM-Phasen schafft, schafft man nachts keine 3 wohl mehr, sondern nur 2 und dann kommt das System ein bisschen außer Tritt, dass man dann in Summe nur 4 REM-Phasen hat. Also da wird es dann schwierig, man kann also nicht einen Block tagsüber schlafen, einen Block nachts überschlafen, das wird schwierig. Also das scheint nicht so super zu funktionieren. Triphasisch gibt es auch. 3-mal 1,5 Stunden mit jeweils einer REM-Phase schlafen. Da hat man dann statt 5 hat man nur 3 REM-Phasen. Was passiert bei älteren Menschen, dass die in einen sogenannten Everyman-Schlaf fallen oder Schlafrhythmus fallen? Und die können nachts nur noch 3 Stunden schlafen mit 2 REM-Phasen und dann sind die wach. Dann sagen die, ja, die ganze Nacht nicht geschlafen und so weiter und so fort. Woran liegt es? Sie haben tagsüber 3 Nickerchen gemacht. So einen, weil sie nachts nicht schlafen konnten, sind sie relativ früh aufgewacht. Dann so ein Frühstück um 7 und dann so um 8 oder 9 das erste Nickerchen.
weil einfach man schon so lange wach ist, dann über Mittag, nach Mittagessen nochmal ein Nickerchen und dann am Abend vorm Fernseher, bevor man zu Bett geht, nochmal ein Nickerchen und dann geht man zu Bett und wundert man sich, dass man nicht schlafen kann. Ne? Die haben also drei Nickerchen mit drei REM-Phasen gemacht, in der Nacht schaffen sie gerade noch zwei, so, und die ganze Nacht wachgelegen. Ne? Kein Wunder. Also die können nicht anders, allerdings sind sie auch tagsüber nicht mehr so leistungsfähig, dass sie ohne dieses Nickerchen auskommen. Und wenn dann das Hormonniveau im Alter nicht mehr so ist, wie es sein sollte, ich habe mal über Endokrinologie ein Video gedreht, wo ich mich mit einem Endokrinologen unterhalten habe, wie es mit der Hormonausstattung älterer Menschen aussieht, nämlich gar nicht gut, dann kann man hier diese Altersdepressionen und so weiter at work sehen. Eindeutig. Die liegen dann da und denken in die falsche Richtung, weil die Hormone nicht hoch genug sind und Serotonin zu niedrig und sind frustriert und so. Und dann wird es also mit diesen alten Personen, die da tagsüber Nickerchen machen, die Nacht nicht mehr richtig schlafen können und sich dann nur noch Sorgen machen, mit denen wird es dann richtig schwierig. Ne? So, die Lösung davon wäre diesen alten Herrschaften mal wieder das Hormongleichgewicht durch zusätzliche Gabe von Hormonen im Alter zu stabilisieren und die präsenile Bettflucht, ja, das ist das, wenn die Leute so früh aufstehen, macht Sinn, wenn sie dann ihre zwei REM-Phasen gemacht haben, aufwachen, nicht mehr schlafen können, dann sollten die aufstehen und leben, ganz normal. Schaffen sie nicht, sind sie anders gewohnt, darf man nicht und so. Ne? Außerdem, was sollen sie machen? Sind ja vom Arbeitsrhythmus abgehängt oder vom Arbeitsleben abgehängt. Morgens früh um 4 draußen im Garten die Rosen zu schneiden, vielleicht auch keine gute Idee. Also da wird es dann schwierig, Bücher lesen, wenn man noch interessiert ist, immer gute Idee. Vor allem dann vielleicht auch im Bett liegen bleiben, weil dann Reparaturstoffwechsel weiterläuft. Aber im Prinzip dann nicht wälzen schlechte Gedanken, sondern leben. Ne? So, jetzt kommen wir zum Elon Musk, nachher dann auch zum Hans-Dietrich Genscher, unserem ehemaligen Außenminister. Von dem hört man, also Elon Musk, dass er sehr wenig schläft. Meist nur so Nickerchen. Und das könnte der sogenannte Uberman-Zyklus sein. Uber ist ja das ein amerikanischste Fremdwort über, so von Nietzsche, Übermensch und so. Das haben die einfach die Ö-Pünktchen weggelassen, haben Uber draus gemacht. Und deshalb gibt es auch Uber-Whiskys hier, wie bei whisky.de. Habe ich also in einem Vortrag wirklich gehört. Da kam ein Schotte und wollte uns hier einen Whisky als Uber verkaufen in Deutschland. Ja, fand ich krass. Und dieser Ubermann-Zyklus, der schafft sogar 6 REM-Zyklen, indem man 6-mal 20 Minuten tagsüber gleichmäßig verteilt schläft. Hat man einen REM-Zyklus mehr, als man normalerweise hat, aber ob man in Summe mit Reparaturzyklus und so, Reparaturstoffwechsel, mit diesem Uhrmann-Zyklus da zurechtkommt, also ich weiß, ich hätte Bedenken davor. Ne? Gut, tja, unser Außenminister Hans-Dietrich Genscher, der war, wie gesagt, rund um die Welt unterwegs und hat also in jeglichen Zeitzonen gelebt. Und wenn man diesen mehrphasigen Zyklus, wie diesen Uberman-Zyklus, halten kann und darin sauber leben kann, dann kann man ja zu jeder Zeit seine Termine so legen, dass man sich irgendwo eine Besprechung hat und dann geht man mal ins Nebenzimmer, macht 20 Minuten Nickerchen und dann kommt irgendwie der Empfang bei der Handelskammer, wo man wieder da sein muss und so. Und dann geht es zum Flughafen, bevor der Flieger losgeht. Nochmal 20 Minuten. Im Flieger arbeitet dann Unterlagen durch. Am Ende vom Flug macht er nochmal 20 Minuten. Dann kommt er wieder raus. Und so hangelt er sich mit einer REM-Phase zur nächsten und kriegt gar nicht mehr richtig mit, wann Tag und wann Nacht ist. Hans-Dietrich Genscher hat das geschafft. Der Mann ist 89 Jahre alt geworden. Ja, also es gibt Leute, die können das. Ich weiß nicht, ob man das beliebig lange kann, aber 18 Jahre Außenminister, das beißt. Ne? Also da kann ich mir das schaffen. Ne? Es sieht so aus, als ob man mit diesem polyphasischen Schlaf eine ganze Menge mehr Lebenszeit statt Schlafzeit hinbekommt. Mit meinem biphasigen Schlafrhythmus habe ich 10% mehr Wach- und damit Arbeitszeit als andere. Vielleicht ist das
auch einen Teil, warum wir mit whisky.de Erfolg haben, weil wir einfach 10% mehr arbeiten können als Chefs, weil wir biphasigen Schlaf machen. Könnte es sein, wenn ich auf Everyman-Zyklus umstellen könnte mit 3 Nickerchen, hätte ich 25% mehr Arbeitszeit. Könnte ich also nochmal 15% Punkte da zusätzlich rausholen? Das reicht aus meiner Sicht aber nicht für Tesla und SpaceX. Also ich glaube nicht, dass Elon Musk das damit schafft, weil so ein Top-Level-Job, Entschuldigung, doch noch ein bisschen Arbeit mehr erfordert als meine. Ja, also Elon Musk wird mit einem Dymaxion 3x30 Minuten oder einem Uberman 6x20 Minuten Rhythmus fahren und leben. Und damit kann er 40% mehr Wachzeit und damit Arbeitszeit aus seinem Leben rausholen. Wo habe ich das jetzt? Fällt es mir gerade ein. Pretty Woman. Richard Gere als Unternehmensflatterer, der steht dann auch mitten in der Nacht auf und arbeitet und Julia Roberts wundert sich, warum er jetzt arbeitet und so. Und ja, und eigentlich arbeitet er immer. Ne? So, der zeigt dort einen Menschen, der auch nach so einem Schlafrhythmus oder spielt dort einen Menschen, der auch nach so einem Schlafrhythmus lebt. Ist aber wohl nicht für jedermann. Es braucht also eine gehörige Portion Disziplin und auch ein Schlaf nach der Uhr. Weil die reinen Abstände stimmen müssen. Man kann nicht sagen, jetzt ist wichtig, jetzt muss ich diesen einen auslassen. Das wird nicht funktionieren. Sondern die Welt muss sich um sie drehen, nicht sie um andere. Darauf kommt es an, dass sie ein ich-zentriertes Leben führen und genau das tun, was sie richtig meinen und entsprechend bedeutend und wichtig sind, dass andere Leute sich nach ihrem Rhythmus richten. Darauf kommt es an. Ne? Und Elon Musk und Hans-Dietrich Genscher, die waren beide oder sind beide, jetzt habe ich ihn tot gesprochen, oder? Ja, die sind beide halt so wichtig und so bedeutend, dass es damit dann genauso funktioniert. Tja, denken Sie mal drüber nach. Wollen Sie ein bisschen mehr Lebenszeit haben? Sie müssen nicht zwingend länger leben, aber Sie haben mehr vom Leben, wenn Sie auf einen polyzyklischen Schlaf umstellen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.